Hey Leute, ich habe vor einem Jahr um diese Zeit mal so ein Alles für den Herbst Video gemacht. Das heißt so ein Mischmasch aus einem DIY Video und einem Rezepte Video und so weiter. Und das habe ich heute wieder für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als erstes zeige ich euch ein Getränk für den Herbst und dafür müsst ihr erstmal Milch in einem Topf erwärmen. Dazu kommt dann noch Nutella und das rührt ihr in der Milch unter, bis sich die Nutella aufgelöst hat. Und jetzt kommen noch Oreos dazu. Ich habe jetzt am Ende 3 genommen und die habe ich dann einfach zerstampft, bis das nur ganz kleine Krümel sind. Und dann seid ihr auch schon fertig, dann müsst ihr das nur noch in eine Tasse füllen. Und ich habe dann noch Sprühsahne drüber gemacht und Oreo-Krümel. Und das war auch schon das Rezept für euren Herbstdrink. Dann geht es auch schon direkt weiter mit meinen Herbstfavoriten, beziehungsweise Must-Haves sozusagen. Und zwar ist das erstmal so ein Shampoo und zwar mag ich voll gerne so Zitrusdüfte und das riecht ziemlich stark nach Orange und das mag ich sehr gerne. Dann habe ich noch einen Tee und ich bin eigentlich nicht so der Teetrinker, aber diesen Tee mag ich sehr gerne und zwar ist das so ein türkischer Apfeltee. Und dann noch Heilerde, aber das ist nicht so auf den Herbst bezogen, sondern generell mag ich Heilerde einfach voll gerne. Und zum Schluss noch Lichterketten sind für den Herbst natürlich auch sehr wichtig. Und ja, das war's auch schon mit den Favoriten. Jetzt zeige ich euch ein Deko-DIY für den Herbst. Und zwar ist das so eine Kerze. Dafür braucht ihr erstmal eine Orange oder eine Mandarine. Ich habe jetzt eine große Mandarine genommen. Und dann schneidet ihr die quasi in der Mitte auf, also die Schale. Und dann müsst ihr sozusagen die Schalen oben und unten abpellen, dass ihr so einen Deckel habt. Und das macht ihr natürlich auch noch mit dem unteren Teil, dass ihr so eine hohle Mandarine bzw. Orange habt. Und dann müsst ihr noch bei der oberen Hälfte sowas ausstechen. Dann könnt ihr dann auch so zum Beispiel Nelken oder Zimt reinstecken als Verzierung. Und das war's auch soweit schon. So sieht das dann aus. Und jetzt braucht ihr nur noch ein Teelicht, welches ihr in die untere Hälfte stellt und das könnt ihr anzünden. Und dann müsst ihr auch nur noch den Deckel draufstellen. Als letztes zeige ich euch noch ein Outfit für den Herbst. Und zwar habe ich erstmal so eine Strickjacke an, die ich euch auch schon in meinem Haul gezeigt habe. Und zwar ist die von H&M. Mein T-Shirt, was ich da drunter habe, ist auch von H&M. Und die Hose ist von C&A. Das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!